Liebe Leute, willkommen hier auf dem Kanal bei Writing Bull. Ich bin Matsuman und grüße euch ganz herzlich hier zu einer weiteren Folge mit Civilization 6 und mit den Kanadiern. Und wir gehen direkt in die nächste Runde. Wir wollen sehen, ob wir es hier schaffen, die Stadt zu gründen, bevor uns hier noch weitere Felder gemobst werden. Das war noch nicht der Rundenwechsel. Wir können noch einen Handwerker schicken. Ich glaube, mit dem wollten wir hier mit Liang Aquakulturen errichten. Ich glaube, das war so. Dann schicken wir den mal ins Wasser. Und da kann er nächste Runde hier anfangen, ein bisschen Flipflop zu modernisieren. Hier sind wir im vierten Ring und können uns nochmal einen Bürger holen. Ich weiß gar nicht, warum hier ein Produktionsfokus war. Der ist jetzt nicht mehr. Ein Nahrungsfokus war da. Wir ernten einmal, gibt uns direkt einen neuen Bürger und... Ja, 9 Runden und 3 Runden bis zum Hungertod. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist doch eine falsche Anzeige. Ja, hier, schaut mal. Alles gut, alles gut. Oh, aber wieder Annehmlichkeitenprobleme. Können wir denn nichts machen bei den Annehmlichkeiten? Unzufrieden. Die Wunderwüste ist unzufrieden. Will uns immer noch niemand eine neue Luxusressource vermachen? Haben wir alles noch. Alles haben wir noch und Mansa Musa schließt einfach nicht weitere Luxusgüter an. Bitter. Bitter, bitter, bitter. Jetzt aber eine Runde weiter und einmal schauen, wie das hier weitergeht. Wie der Siedler zieht. Und ob wir hier weiterkommen. Die Einheiten sind tatsächlich weggezogen hier. Also wir wären auch hier durchgekommen, sind aber obenrum jetzt genauso schnell. So. Großkolumbien ist jetzt eine Theokratie. Wie sieht es denn bei den anderen aus? Auch eine Theokratie? Auch eine Theokratie? Eine Demokratie? Oh, der ist uns ein bisschen voraus. Und eine Oligarchie. Okay. Dann. Nein, Leute, schaut mal. Wir haben ganz viel Kultur verloren, weil wir nicht mehr in Kumasi so zerren sind. Das müssen wir, also Kumasi ist ja eine der Stadtstaaten, wo ich gesagt habe, da müssen wir auf jeden Fall nachlegen. Jetzt hoffe ich mal, dass wir genug Gesandte haben. Wo ist Kumasi? Einen brauchen wir nur, Gott sei Dank. Einen mehr und jetzt schaut mal, wie mächtig dieser Bonus ist, wie stark hier unsere Kultur jetzt steigen wird. Schaut euch das mal an, wir haben jetzt 340 und jetzt 467. Das sind 120 mehr an Kultur. Super wichtig für uns. Jetzt sind wir auch wieder gut dabei. Das hier ist noch nicht aktualisiert. Darum haben wir uns gekümmert. Das Feuer ist erloschen. Dann können wir hier direkt reparieren, oder? Ah, da kann es erst nächste Runde. Hier haben wir eine Arena gebaut. Ja, was bauen wir als nächstes? Wir haben ja Annehmlichkeitsprobleme. Wir haben auch Stromprobleme. Könnten ein Kohlekraftwerk bauen, bricht aus mächtig viel mehr Produktion. Wann ist Rundenwechsel? In 3 Runden. Ja, dann können wir hier ein Kohlekraftwerk einstellen. Ölkraftwerk ginge auch. Aber 10 Produktion ist halt heftig. Starke CO2-Belastung der Atmosphäre. Ach komm. Davon kennen wir noch nichts. Wir haben noch nichts mit Naturschutz und so weiter erforscht. Das soll uns nicht kümmern. Leuchtturm abgeschlossen. Das heißt, wir können uns auch einen Händler mehr holen. Sehr wichtig. Schiffswerft bringt uns nochmal mehr Produktion. Hier sind wir auch auf dem Produktionsfokus. Machen das mal raus. In 6 Runden können wir diesen Bezirk hier bauen mit einem 7er Nachbarschaftsbonus. Das ist auch sehr cool. Haben wir was mit 7 Runden? Waffenkammer 8 Runden. Handwerker 7 Runden. Händler 4 Runden dauert mir fast zu lange. Drei Produktion mehr. Ja, das sind mehr als 10%. Forschungslabor dauert noch sehr lange. Und brauchen wir auch erstmal
Damit sich das richtig lohnt, brauchen wir auch erstmal Strom. Machen mal die Waffenkammer. Dann können wir hier uns auch nochmal ein paar mehr Militärpioniere holen. Denn dieser Militärpionier, der ist ja auf seiner langen Reise hier einmal quer durch das Reich. Bis hier oben nach Okanama, wo wir dann hier einen Staudamm und einen Kanal, das ist dann der Kanama-Kanal, ja, unterstützen soll, dass wir die noch bekommen. Da brauchen wir wahrscheinlich noch einen weiteren Militärpionier, den könnten wir uns dann direkt hier holen, sind dann schon ein bisschen näher dran. Wo können wir uns den Händler holen? Mazopolis 4 Runden. Getränk. Wollen wir den vorziehenden Händler, wie lange würde der denn hier dauern? 3 Runden. Okay. Und den Getränk. Auch 3 Runden. Oh, muss nicht sein. Holen wir uns noch, aber nicht jetzt. Hier ein Händler, 5 Runden dauert auch lange. Wir können noch einen Bezirk setzen. Wir können einen Hafen hier zum Beispiel hinsetzen, aber Handelszentrum haben wir schon. Bezirke setzen macht immer dann Sinn, wenn man mit den Geländefeldern sonst nichts hat. Nichts vorhat, also wenn man die nicht bewirtschaften möchte. Das hier gehört gar nicht zu Sir William Wallace. Gehört das... zu wem gehört denn das Feld? Zu Machu Picchu, aber die haben ja gar nichts davon. Ah, und wird auch direkt genutzt. Okay, erster, zweiter, dritter Ring. Das wird noch genutzt. Das müsste dann zu denen gehören, weil... Ach so, wegen Petra. Ja, aber es ist im vierten Ring, nützt das nichts mit Petra, wenn wir das zur Wunderwüste zuschlagen. Dann lieber so, dann könnten wir hier noch einen Bezirk bauen. Diese Felder hier, die werden, oh, schaut mal, die werden alle genutzt. Oh, hier müssen wir mächtig viel modernisieren. Die Stadt ist schon so groß. Wir hätten doch noch einen Handwerker hier, dann macht mal gleich hier weiter. Alles voller Nahrung hier, aber das ist Schwemmland. Was will man sonst auf Schwemmland bauen? Die Stadt wird mächtig groß. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Bezirk, würde ich sagen. Einen Hafen. Hier bräuchte es 2, das ist nicht so viel. Unterhaltungskomplex ginge. Wir haben hier einen Unterhaltungskomplex, der boostet bis Wunderwüste. Ja, dann würden wir hier einen Unterhaltungskomplex für die haben, aber wir könnten auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wir könnten auch einen Wasserpark uns mal gönnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier ein Wasserpark. Ich setze uns mal einen Pin. Wir könnten mal einen Wasserpark bauen. Das ist ein Wasserpark. Zählen nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Würde also Flipflop Machu Picchu auf jeden Fall boosten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Abgeschottet nicht mehr. Wunderwüste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wunderwüste würde auch geboostet werden. Okay, also diese 4, 5 Städte würden geboostet werden. Apfelbaum, liebe Grüße. Wir werden einen Diplomatiesieg erringen. Wasserpark, wie viele Bezirke können wir bauen? Ach, 2 können wir sogar setzen. Dann würde ich ja sagen, platzieren wir einmal einen Wasserpark hierhin. Dann könnten wir einen Theaterplatz. Oh, der macht hier gar keinen Sinn. Theaterplatz macht keinen Sinn. Industriegebiet. Oh, plus 2, aber hier entsteht schon 1. Das würde auch beide Städte versorgen. Ist nicht zwingend. Lager auch eher nicht zwingend. Schutzgebiet eher nicht. Das ist nicht so attraktiv hier, weil wir hier viel Schwemmland haben. Total unattraktiv. Hopsala. Ein Hafen. Jetzt komme ich hier nicht mehr in die Stadt rein. Ich will immer auf das Stadtsymbol, auf das Bauensymbol hier unten klicken, aber wir haben ja schon den Wasserpark eingestellt. Ein Hafen, ja. Hier oben dann vielleicht. Könnt ihr ihn auch hier hinsetzen und dann so ein Dreieck machen.
Wenn wir noch einen Bezirk bauen würden, vielleicht bauen wir hier dann noch ein Industriegebiet hin, würde auch vom Staudamm geboostet werden, würde dann 2, 3 im einen bringen. Ja. Zwei durch angrenzende Meeresressourcen. Ach, wir nehmen dann mal den hier oben. So. Und wir fangen auch an. Haben wir eine Politikkarte, die uns da was bringt? Nein, dann fangen wir an mit dem Wasserpark. Der geht schneller. Nur 9 Runden. Ach, gar nicht wahr. Das machen wir jetzt gar nicht. Leute, wir bauen natürlich jetzt erstmal den Staudamm. Dafür haben wir doch unseren Militärpionier hier. Hier entsteht der Staudamm. Und jetzt bin ich gespannt, wie viel der Militärpionier bringt. 24 Runden und 5. 5 Runden gespart. Das heißt, nächste Runde sind wir bei 13 Runden. Lassen wir den jetzt weiterbauen? Oder ist uns der Hafen wichtiger? 13 Runden. Nee, dann erstmal Staudamm. Stepa, liebe Grüße. So, einmal hier weiter erkunden. Und ja, machen das mal so. Siedler. Oh ja, jetzt wichtig, Leute. Höchste Konzentration. Der Siedler ist hier hingezogen. Der Siedler soll jetzt hierhin ziehen. Das ist noch befreundetes Gebiet. Mit dem ziehen wir mal nach Norden. Wir wollen den hier irgendwie den Weg nach Norden versperren. Der soll nicht hier auf diese Seite von den Bergen kommen. Dann den Siedler hierhin. Und nächste Runde können wir die Stadt gründen. Deshalb bleibt der hier auch stehen und hofft mal, jetzt beim Rundenwechsel hier nicht eins von diesen Feldern noch dazukommt. Das will ich ganz, ganz, ganz stark hoffen. Der bleibt hier stehen, der soll auch blocken. Und der soll da blocken. So. James Watt muss noch aussetzen. 2 Runden Friedensnobelpreis. Der Handwerker hier hat nichts zu tun, der macht ein Nickerchen. Ja, und dann würde ich sagen, werden wir einmal abholzen. Einmal die Wälder entfernen für die Wunderwüste. Schweden siedelt jetzt auf Kohle. Kann das passieren? Wir schauen einmal. Ja, jetzt hier drauf. Ich weiß gar nicht, dadurch, dass er schon zu Kulturgebiet gehört, kann man innerhalb des eigenen Kulturgebiets eine neue Stadt gründen, wenn die mir schon gehört? Oder sagt das Spiel dann, das geht zwar, weil das innerhalb, also nicht der ersten 3 Ringe ist und 3 Felder Abstand sind. Aber das wäre jetzt natürlich bitter. Wenn die da jetzt eine Stadt drauf gründen, beiße ich mir in den Hintern. Ohne Mist, Leute. Dann wird es unangenehm. Hier bauen wir jetzt einmal eine Fischzucht. Ja, hat auch gleich wahrscheinlich einen Nutzer. Oh ja. Dann können wir hier tatsächlich noch mindestens noch 2 Fischzuchten bauen, weil die auch benutzt werden. Natürlich live Northbowman, was denkst du denn? Alfred Nobel muss sich noch gedulden. Feuer ist erloschen. Haben wir schon gesehen. Und Achtung, Händler wollen wir uns auf jeden Fall holen. Vielleicht holen wir uns auch einen hier unten. Wenn wir dann die Demokratie erstmal haben, bekommen wir ja auch mächtig viel Nahrung noch. Ich bin echt gespannt, ob das klappt, ob wir dem Loyalitätsdruck standhalten können. Leute, echt, das wird nicht einfach werden. Wie häufig habt ihr das selbst schon gemacht? So eine Tundra, eine Stadt gegründet. Wer macht das häufiger? Wer kann uns noch Tipps geben bei der Stadtgründung auf Tundra? Sind viele Kanadier hier heute auf Chat mit dabei? Schreibt das mal, ob ihr Erfahrung habt. Würde mich interessieren. 2 Runden. Männer ihre Rechte und nicht mehr. Frauen ihre Rechte und nicht weniger. In 2 Runden haben wir Zeitalterwechsel und erst dann werden wir uns die Demokratie holen. Beste Stunde brauchen wir nicht. New Deal könnte sehr cool für uns sein. Wir haben in vielen Städten 3 Spezialbezirke und dann bekommen wir 2 Annehmlichkeiten und nochmal mehr Wohnraum. Okay, Allianzstufe gestiegen. Okay, unterschiedliche Leute auf Twitch wollen, die einen haben ganz viel Erfahrung mit
Städte gründen in Tundra, andere gar keine. Aduatuka, Allianzstufe ist gestiegen. Und was bekommen wir jetzt? 15% Produktionsbonus für Militäreinheiten, wenn wir oder unsere Verbündeten im Krieg sind. Bist du denn im Krieg? Bist du im Krieg? Nein. Und wir wollen auch keinen Krieg. Na, mal gucken, ob wir davon noch profitieren. Dann haben wir eine Dürre. Ja, das ist bei den freundlich gesinnten, aber nicht verbundenen Großkolumbianern. Der winkt ab. Wie lässig er das macht. Er mit seinem Blutpakt und seinen Vampiren. Wahlrecht erforscht. Was nehmen wir als nächstes? Würde ich sagen, in Richtung Naturschutz. Brauchen wir Börsen, das werden wir nicht schaffen. Und so schnell kriegen wir es auch nicht hin, ein atemberaubendes Wohnviertel zu bauen. Da ist es mir wichtiger, dass wir uns schnell diese Ausrichtung holen. Haben wir auch genug Kultur. Schottendicht, Außenministerium abgeschlossen. Hey, oh, wir nähern uns den 50 diplomatischen Gunst pro Runde. Das ist cool. Zauberhaft, echt super. Was bauen wir hier als nächstes? Campus wäre richtig. Campus wäre wichtig für unseren hermetischen Orden. Hafen ginge auch. Würde plus 4 bringen. Ist gut, aber Gold plus 4 mehr oder weniger ist jetzt nicht so relevant. Da brauchen wir erstmal einen Handwerker, der hier das noch rodet. Dann schicken wir dich mal runter. Und in der Zwischenzeit, ja, bauen wir mal einen Kornspeicher. Hier ist ein Produktionsfokus, den brauchen wir auch nicht. Machen wir das mal so. Eine Runde Friedensnobelpreis. Den kann uns auch keiner mehr holen, weil wir halt am meisten diplomatische Gunst generieren. Echt cool. Oh ja, Renaissance-Mauern sehe ich hier gerade. 8 Runden, dann gibt es noch mehr diplomatische Gunst. Nehmen wir als nächstes. Und alchemistische Gesellschaft bringt uns auch nochmal mehr Gold. Hier können wir die Demokratie einführen. Machen das jetzt aus benannten Gründen nicht. Gouverneurstitel. Haben wir jetzt schon 3. Was machen wir mit den Gouverneurstiteln? Also Eiwatz können wir uns holen für den hermetischen Orden. Erst im Atomzeitalter. Aber wir kommen jetzt in die Moderne. Ob wir das Atomzeitalter überhaupt noch kriegen, ist so eine Frage. Ne? Vielleicht kriegen wir schon vorher den Sieg. Ich würde behaupten, das ist nicht mehr so lange. Dann brauchen wir den nicht aufzusparen. Hier könnten wir uns mehr Tourismus holen. Bringt uns auch ein bisschen was. Große Kunst, Musik und Literaturwerke. Wo ist er denn? Hier. Ja, ein bisschen mehr Tourismus. Für diese zwei Literaturwerke, da haben wir dann statt 8, 16. Ja, 8 mehr. Ist jetzt auch nicht zwingend, würde ich sagen. Raumfahrtinitiative brauchen wir jetzt auch nicht. Ja, wir könnten warten, bis wir Zeitalterwechsel haben und mal schauen, ob wir mit Amani möglicherweise die Schweden unter Druck setzen können. Vielleicht haben die ja noch ein dunkles Zeitalter. Vielleicht kriegen wir doch nochmal die ein oder andere Stadt ab. Dann könnten wir Amani uns holen. Das ist nicht wichtig. Auch nicht wichtig. Auch nicht wichtig. Das wäre vielleicht ganz interessant, ist aber ja ganz runter. Da müssen wir auch alle drei investieren. Viktor. Ja. Strategische Ressourcen brauchen wir auch eher nicht. Verteidigen müssen wir uns eigentlich auch nicht. Wir wollen keinen Krieg mehr. Wir haben den Friedensnobelpreis, Leute. Inländische Handelswege machen wir nicht. Das könnte interessant sein. Wo ist denn Viktor? Hier. Ja, würde sich hier schon anbieten. Ah, Magnus ist das. Ja, da müssten wir aber auch 2 investieren und hier vorne haben wir gar nichts. Reyna. Das geht immer. Das sollte dann eine Stadt sein, wo wir sowohl Handelszentrum als auch Hafen haben.
Nicht modernisierte Geländefelder, dafür sind wir, glaube ich, zu spät. Und einmal noch Anziehungskraft. Das sollte eine große Stadt sein. Das ist cool, Leute. Jetzt komme ich auf eine Idee. Erlaubt der Stadt Kauf von Bezirken mit Gold. Was haltet ihr davon, wenn wir das hier unten in der neu gegründeten Stadt nutzen? Und dann könnten wir hier schnell uns ein Aquädukt holen, schnell irgendwie den Campus uns holen, das Industriegebiet uns holen. Dann würde die Stadt sehr schnell wachsen. Ich glaube, das ist cool. Aber das hat noch Zeit, bis die Stadt da ist. Bauaufsicht, das ginge auch. Da brauchen wir wie viele? Oh, da brauchen wir auch. Da brauchen wir alle drei. Bauaufsicht. Ja, da wollen wir noch einen Theaterplatz bauen in der Stadt, wo sie ist. Wohnraum für Wohnviertel, Aquädukte haben wir in der Stadt gar nicht. Staudamm haben wir auch nicht. Dafür haben wir keinen Platz mehr für Parks und Erholung. Auch wenn das natürlich cool Anziehungskraft gibt. Verstärkte Material mit Umweltkatastrophen haben wir in der Stadt auch keine Probleme. Und Moksha. Ja, Bezirke mit Glauben kaufen. Okay. Das bringt uns sonst nicht so viel. Ja, ich würde sagen, Leute, wir warten, bis die Stadt gegründet ist, bewahren uns die Gouverneure nochmal auf und schauen dann mal, wie die Stadt... Oh, es hat geklappt, Leute. Ist hier ein Geländefeld dazugekommen? Ich glaube, es hat geklappt. Leute, wir können hier eine Stadt gründen. Die Stadt ist leider mehr als 9 Felder entfernt von Pinneberg. Fragt North Bowman, weil ansonsten könnte man hier auch Victor hinnehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Leider zu weit weg. Leute, es hat geklappt. Unser Plan ist aufgegangen. Ich glaube, alle Geländefelder, also die, wo wir Bezirke bauen wollten und die Leylinie, die sind noch da. Ich glaube, es ist keins dazugekommen. Und jetzt können wir eine Stadt gründen und machen das auf Twitch sofort. Auf YouTube leider erst in der nächsten Folge. Aber ich freue mich schon. Und in der Zwischenzeit sammeln wir ein paar coole Städtenamen für diese Stadt, die hier in der schwedischen oder nahe der schwedischen Kälte in der Ödnis gebaut wird. Ich bin gespannt, wie sich die Stadt machen wird. Bis dann, mach's gut, euer Matsuman.